Willkommen zu einem weiteren Part der Mario Kart 8 Deluxe Online Channel News. Ja, gestern hatte ich gestreamt, deswegen kommt dieser Part der Channel News heute mal am Montag. Und wie immer beginnen wir heute mit der letzten Woche, mit dem kleinen Recap, mit dem Rückblick. Und was ist letzte Woche so passiert auf meinem Kanal? Wir haben zwei Parts von Splatoon 2 Octo Expansion. Wir haben zwei Parts von Twilight Princess HD. Wir haben gestern gestreamt und zwar Mario Kart 8 Deluxe. Und so gesehen mein Highlight für diese Woche auf dem Kanal ist der Pokémon Go Part mit Leon. Und ihr habt es wahrscheinlich gesehen, er hat eine absolut unnormale Resonanz bekommen. 28 Likes und 2 Dislikes. Die Dislikes sind jetzt nicht viele, also ich bin absolut zufrieden mit dem Ergebnis. Ich saß auch ungelogen ziemlich lange an diesem Projekt dran und es wird auf jeden Fall noch mehrere Pokémon Go Parts folgen, also seid auf jeden Fall darauf mal gespannt. Trotzdessen gibt es auf jeden Fall einen negativen Aspekt, der in der letzten Woche passiert ist. Und mal wieder ist an einem Tag kein Video gekommen. Eigentlich möchte ich es ja immer so, dass ich jeden Tag wieder ein Video hochlade. Aber irgendwie fällt es immer auf den Freitag oder auf den Samstag, wo eigentlich ein Video kommen sollte, aber am Ende keins kommt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht sollte ich einfach mal samstags ein Video online stellen, was früher kommt, so zum Frühstück, zu Frühstückszeiten. Ich weiß nicht, ob das vielleicht besser sein sollte, weil meine Videos kommen ja eigentlich immer um 19.30 Uhr, so wie auch meine Streams meistens, oder zu Frühstückszeiten am Wochenende. Aber ich schaue mal, vielleicht schaffe ich es ja diese Woche. Also das ist irgendwie immer noch mein Ziel, was ich so vor Augen habe. Was ist letzte Woche noch so passiert? Ich war auf jeden Fall in Holland, aber ich kann sagen, es war nicht ganz so gut wie der vorherige Urlaub in Bayern, also das sag ich einfach mal so offen. Ja, was soll ich da noch mehr drüber erzählen? Ich war in Amsterdam und, haben ein bisschen geshoppt. Also insgesamt halt so richtige Tourismus-Sachen. So, was andere Ankündigungen betrifft. Letzte Woche gab es eine Nintendo Direct und die war spezifisch auf Super Smash Bros. Ultimate bezogen. Und ich gebe jetzt einfach mal meine Meinung über die Direct raus, wie ich sie so gesehen habe, was ich bemängel oder was ich halt richtig gut finde. Kommen wir erstmal zur Klarstellung. Ich bin absolut überrascht gewesen von dieser Direct. Ich hätte nicht gedacht, dass sie mich so überzeugen würde. Aber es wurden 3 neue Charaktere angekündigt. Und kommen wir als erstes zu den Castlevania-Charakteren. Ich weiß, viele denken sich so, hä, was sind das überhaupt für Charaktere? Aus welchem Spiel kommen die überhaupt? Aber Castlevania ist halt ein älteres Spiel. Ich weiß nicht, ob auch in letzter Zeit neuere Teile gekommen sind. Ich kenne mich leider mit dem Genre nicht so aus. Es gibt auch eine Netflix-Serie von Castlevania. Ich glaube, die soll sogar zum Spiel dazugehören. Und da habe ich mich mal ein bisschen reingeguckt. Ich weiß nicht, ob das damit was zu tun hatte. Auf jeden Fall kommen mir da halt nur ein paar Charaktere bekannt vor. Aber eigentlich ist es, glaube ich, nicht das Gleiche. Das Ding ist, ich finde, sie haben einen frischen Wind mit reingebracht mit diesen beiden Castlevania-Charakteren. Und warum sollten sie es nicht reinbringen? Sie haben Little Mac reingebracht, der eigentlich nur in Punch-Out drin ist. Und Punch-Out hat, ich glaube, seit Wii-Zeiten keinen neuen Stuff oder Content bekommen. Und ich meine auch die Ice Climbers, die sind auch absolut nicht mehr aktuell. Sie sind natürlich in Ultimate nur drin, weil alle Charaktere in diesem Spiel vereint sind. Und der Charakter, über den sich so das fast ganze Internet gefreut hat, war King K. Rool, also der Antagonist von der Donkey Kong Serie. Ich glaube, bei den neueren ist er nicht dabei. Ich habe ja Donkey Kong Country Tropical Freeze noch nicht durchgespielt. Ich weiß nicht, wer der Endboss sein wird, aber wir werden mal schauen. Leider ist die Smash Community trotzdem noch ein bisschen verärgert, weil Waluigi noch nicht ein einziges Mal jetzt einen Auftritt bisher in der Smash Serie bekommen hat, außer als Helfer-Trophäe. Und das ist ein bisschen schade natürlich. Also, falls ihr das nochmal nachschauen wollt, diese Direct, dann könnt ihr das gerne in der Beschreibung machen. Da ist nämlich der Link zu der Smash Direct. Und dann, falls ihr es auch noch nicht vorher gesehen habt, dann könnt ihr es euch noch gerne angucken. Dann seid ihr auf jeden Fall auch auf dem Stand, wo ich bin. Und dann wisst ihr auf jeden Fall, wo ich jetzt gerade gedanklich bin. Und deswegen könnt ihr das dann hoffentlich besser nachvollziehen. So, aber ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt bei dieser kleinen Folge der Mario Kart 8 Deluxe Online Channel News, beziehungsweise kurz Channel News. Und ja, auf jeden Fall wird nächste Woche mal wieder ein etwas anderes Video kommen. Ich habe noch einen Vlog, glaube ich, geplant. Und der wird auch
nächste Woche oder übernächste Woche kommen. Mal gucken, wie ich es schaffe. Also ich möchte mir da keinen Stress machen. Wie gesagt, YouTube ist immer noch mein Hobby und ich möchte mich da einfach nicht stressen. Also, falls es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann, haut rein und ciao. Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her, but she messed with the temperature.